Okay, los geht's los. Auf los geht's los. Ich guck mal, ob ich hatte relativ viele Anmeldungen heute dafür. Ich guck mal, ob da noch jemand nachrückt. Und zwar das perfekte Vertriebsgespräch. Das scheint wohl einige Leute zu interessieren. Und zwar habe ich da ziemlich coole Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten, habe mich da extrem stark belesen und sehr stark auch ausprobiert. Und gerne möchte ich natürlich mein Wissen mit euch teilen und natürlich auch in die Diskussion kommen. Ihr habt sicherlich auch eure Erfahrungen gemacht. Und zwar, es gibt bei einem Vertriebsgespräch gibt es eigentlich vier Phasen. Die erste Phase ist die Discovery Phase. Da geht es erstmal nur darum, herauszufinden, was das Problem deines potenziellen Kunden ist, mit dem du gerade sprichst, ne? Und da kann man ein Set von Fragen stellen, um das Bewusstsein nicht nur für dich, sondern auch für den Kunden zu erhöhen, weil die meisten Kunden wissen eigentlich gar nicht, was ihr Problem ist. Und erst mit einem guten Fragenkatalog kommt man wirklich drauf, was dem Kunden eigentlich wirklich fehlt. Ja? Die zweite Sache ist die Lösungsphase. In der Lösungsphase, die Lösung ist noch nicht dein Produkt. Ja? Die Lösungsphase geht darum, dass man erstmal, jetzt bist du ja der Experte und du kannst eine Lösung geben, aber die hat jetzt noch nichts mit deinem Produkt zu tun. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt so sage, ein potenzieller Kunde kommt zu mir und sagt, ah, ich bin der Zeit gegen Geldfalle und ich muss für jeden Cent wirklich auch super viel arbeiten. Ich möchte da gern so ein bisschen Grundrauschen zum Beispiel haben. Ne? Dann wäre in der Lösungsphase, würde ich sowas sagen, hey, ich verstehe, okay, ich habe das verstanden, was dein Problem ist. Viele Leute würden jetzt so vorgehen, dass sie ein Side-Projekt starten, einen kleinen E-Commerce-Store oder eine Affiliate-Seite, weil sie sich das wünschen. Und dann sage ich, das ist auch eine Möglichkeit, aber ich sehe da Nachteile und meine Alternativlösung für dich, wo ich glaube, die passt besser zu dir, ist, dass wir dein Business besser strukturieren, dass du nicht so viel Einsatz immer für den Umsatz bringen musst. Da habe ich noch nichts von meinem Produkt erzählt, gar nichts, sondern einfach nur die Lösung. Ja? Und dann kommt natürlich der Lösungspitch, wenn das passt. Dann kommt mein Lösungspitch, ich kann dir dabei helfen. Und zwar zum Beispiel mit Coaching. Und die vierte Phase ist die Closing-Phase. Das fällt vielen, sagen wir mal, Unternehmern, die noch nicht so viel Erfahrung im Vertrieb haben, schwer, diese Closing-Phase gut umzusetzen. Und das ist erstmal grob die vier Phasen. Und jetzt können wir gerne mal auf jede Phase eingehen. Und da würde ich einfach mal gerne die Runde rumgehen und das besprechen, was ihr dafür Erfahrungen macht. Nehmen wir die erste Phase, das ist die Discovery Phase. Hier geht es eigentlich darum, dem potenziellen Kunden Fragen zu stellen, damit wirklich herauskommt, was das Problem ist und in welcher Zeit das Problem gelöst werden muss und wie wichtig ist es ist, das Problem zu lösen. Wie macht ihr das jetzt in euren Businesses derzeit? Bevor ihr anfangt zu reden, könnt ihr immer noch mal kurz sagen, wer bist du, was machst du und wo findet man dich im Netz, damit wir auch wissen, mit wem wir reden und was für Businesses ihr habt. Und dann könnt ihr gerne einsteigen. Wer mag anfangen? Also die Frage ist, im Vertriebsgespräch die Discovery Phase, wenn du herausfinden willst, was dein Kunde eigentlich für ein Problem hat. Die Johanna ist gekommen. Johanna, ich mache dich mal zum Co-Host und dann kannst du dein Video anmachen. Die Frage ist in der Discovery Phase, welche Fragen stellt ihr eurem potenziellen Kunden, um über herauszufinden, was er für ein Problem hat und ob eine Zusammenarbeit überhaupt sinnvoll ist? Weil nicht jede Zusammenarbeit ist sinnvoll, ja? Kann ja mal anfangen. Sehr gerne. Also ich bin Elke Flehing. Derzeit arbeite ich erst an meinem Productized Service. Der wird heißen Fit for Clients. Da werde ich mit dem Productized Service werde ich Softwarefirmen die Möglichkeit geben, so zu kommunizieren und sich so zu positionieren, dass ihre Kunden sagen, juhu, da ist sie die Lösung unseres Problems. Noch bin ich als normale Beraterin und Texterin und Webdesignerin unterwegs und kann von daher Erfahrungen nur aus diesem Bereich teilen. Ich gehe jetzt mal davon aus, jemand findet mich im Netz oder im Social Media und kommt auf mich zu und ich habe ihn am Telefon. Ich fange das Gespräch meistens mit der Frage an, und was kann ich gegen dich tun?
Das hat den Vorteil, dass man schon mal einen Lacher auf seiner Seite hat und das Eis ein bisschen gebrochen ist. Und dann sagen die, dann legen die meistens los und sagen, ja, unsere Website, die ist irgendwie so doof getextet, wir kriegen keine vernünftigen Kunden und all sowas. Dann gucke ich mir die schnell beim Gespräch an, also die sagen mir dann ihre URL und dann gucke ich mir die während des Gesprächs an und dann frage ich sie, okay, also ich gehe jetzt mal von Softwarefirmen aus und Softwarefirmen können eine Menge außer kommunizieren und dann frage ich sie, welches Problem eurer Kunden löst ihr? Ich falle also gerne tatsächlich so ein bisschen mit der Tür ins Haus und dann sagen die, ja, wir haben ganz tolle viele Funktionen. Okay, das ist aber keine Problemlösung für einen Kunden. Welches Problem hat denn euer Kunde? Und schon sind wir mitten im Gespräch. Und je mehr ich erfahre von meinen Kunden, desto besser weiß ich auch, wie aware sie ihres Problems überhaupt sind. Also wie bewusst sie überhaupt ihre Kommunikation und ihre Positionierung angehen. Und je unbewusster oder unpositionierter oder schlechter positioniert sie sind, umso mehr schraube ich mein Level sozusagen auch runter. Okay, also passt deine Sprache an sie an, je nachdem, wie bewusst sie sich sind. Auch die Art der Fragen, nicht nur die Sprache. Okay. Also für mich ist Verkaufen immer 80% zuhören und 20% selber reden, maximal. Auf jeden Fall richtig super. Ich glaube, ich rede sogar noch ein bisschen weniger in meinen Mini-Coachings. Da bin ich fast bei 5%, lasse 95% drin. Weil ich nicht berate, erst ganz am Schluss, aber das zeige ich euch, wie ich das genau mache. 95% reden die, weil ich nur Fragen stelle und ich berate nicht, also sagen wir mal, den ersten großen Teil berate ich nicht und sie werden sich nur alleine, dass sie sich selber die Fragen beantworten, werden sie sich selber bewusst. Ja, wir kennen alle, die Leute sind beratungsresistent. Ja, weil man sich einfach nicht gerne beraten lässt, ja, weil man nicht gerne von anderen sagt, was man machen soll. Aber wenn man Fragen stellt, dann kann man sich das selber beantworten und dann wird man auch nicht beratungsresistent, weil man selber die Antwort für sich gefunden hat. Jella, magst du mal sagen, wie du deine Discovery Phase machst derzeit? Ist total schwer zu sagen, weil mein Haupteinkommen ist ja eher umgekehrt. Also, dass ich Bücher verkaufe dass ich Online-Kurse verkaufe und die Leute da halt gar nicht die Chance haben, so direkt mit mir zu sprechen. Also, okay. Und die meisten, die das auch nicht suchen vorher so. Die, wenn es die dann gäbe, sagen wir mal irgendwie, dann ist es extrem selten. Mhm. Ich finde das aber tatsächlich auch spannend, weil ich glaube, dass diese Kommunikation halt auch ja im Aufgeschriebenen stattfindet, so, also dieses Ping-Pong hin und her. Und deswegen habe ich gesagt, ich will total gerne zuhören und eben auch, also da, wo es tatsächlich für mich zutrifft, sind irgendwie die Vorträge, für die ich gebucht werde. Wobei das halt auch häufig so ist, dass die Leute schon auf mich zukommen mit einer bestimmten Idee. Also ich nicht so viel verkaufen muss, sondern umgekehrt schon häufig eine Idee, also krieg von denen und für mich dann aber die Phasen zwei, also die nächsten Phasen danach immer wieder interessant sind. Was ist es ihnen wert? Was für eine Atmosphäre, was für eine Umgebung stellen sie mir? Also da ist es immer super wichtig, da fein zu tunen, zu sagen, ja, grundsätzlich haben wir total Bock zusammenzuarbeiten und ich brauche aber bestimmte Bedingungen und das hat vielleicht auch was mit meinem Arbeitsbereich zu tun, aber geht halt erstaunlich oft schlecht. So, ne? Also das ist Kannst du uns mal kurz sagen, was du machst überhaupt? Genau. Was machst du? Ich weiß es, aber die anderen. Aber natürlich nicht. Also ich bin im Wesentlichen Autorin über die Bereiche Liebe und Sexualität und daneben auch Coach und Sprecherin für genau dieselben Bereiche und das mit der Sprecherin will ich gerne auch weiter ausbauen, ist aber bis jetzt eben halt eher so ein Taschengeld. Also das sind die Aufträge, die in der Regel sich finanziell nicht lohnen, aber schön sind. Und mein Geld mache ich über Online-Kurse und Printprodukte. Okay, du hast da diesen Online-Kurs. Wie heißt dieser bekannte Online-Kurs? Genau, der ist zum Thema Slow Sex und der heißt Lustlauschen, dementsprechend auch dieselbe Domain. Oder man kann irgendwie ganz zentral unter lovebase.com, also das englische Liebesbasis, findet man meine gesamte Arbeit und auch die Hinweise zu den verschiedenen Online-Kursen, Büchern und allem, was da so ist und Presse.
Super, cool. Also bei dir, wie gesagt, du hast, wie du es gerade gesagt hast, du hast jetzt nicht so speziell die Verkaufsgespräche, aber vielleicht kannst du ja das auch, ich denke mal auch die vier Phasen, kann man gut auch im gedruckten oder im, wie sagt man, im geschriebenen umsetzen. Markus, du machst wahrscheinlich einige Verkaufsgespräche. Erzähl doch gerne nochmal, wer bist du, was machst du? Ja, also findet man dich im Netz? Genau, also ich bin Markus Bosch. Man findet mich unter digitale-ikonen.de. Ich mache Social-Media-Kampagnen, vor allem für den höherpreisigen Bereich, also höherpreisigere Produkte. Und ja, suche da halt die richtigen Personen dafür. In manchen Fällen ist es auch Recruiting. Das ist technisch genau das Gleiche. Einfach Einzelpersonen suchen. Und ja, Verkaufsgespräche habe ich jetzt gar nicht so viele eigentlich, muss ich sagen, bisher, weil ich eben, ja, es kommt sehr viel auf Empfehlung. Also ich habe dann schon Gespräche, aber es sind jetzt keine, also die Leute kennen mich dann in dem Moment meistens schon. Ja gut, aber trotzdem, also ja. Das Verkaufsgespräch ist ja eigentlich dazu da, um herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Genau, ja, das, ja, solche habe ich schon, das ist klar, ja. Genau, und wie gehst du davor? Es ist, also bei mir ist es meistens so, dass ich am Anfang schon sehr viel erörtern muss, was genau der, oder erklären muss, sagen wir mal so. Also es geht schon in Richtung Beratung, das soll man eigentlich ja nicht machen oder so viele Features jetzt nennen, was man alles so bietet, aber oft ist ein bisschen Aufklärung nötig, weil Leute oft denken, ja, Social-Media-Kampagnen, das ist ja ganz einfach, das ist nur ein paar Mausklicks und das geht mal schnell so nebenbei und da habe ich so das ja, Problem oder es ist halt einfach notwendig, dass ich das in dem Moment dann ein bisschen genauer erkläre, was das überhaupt alles kann und die Komplexität, die da dahinter steckt, so ein bisschen erkläre und auch die Möglichkeiten, die das Ganze bietet. Und dann kommt meistens so der Aha-Effekt und dann ja, wacht der Interessent sozusagen ein bisschen auf und wird neugierig erst oder wird dann erst so richtig neugierig auf die Sache. Mhm. Das passiert immer so in der ersten Phase. Und okay. Ja, dann schicke ich manchmal ein bisschen was nach und meistens ist es so, ist es im Moment, meistens telefoniert man dann eben nochmal, weil ich muss mich ja auch selber über den Kunden recht ausführlich informieren. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Punkte, an denen die stehen. Also manche, die haben schon alles, haben das schon mal gemacht, haben schon diese Werbekonten, haben es schon selber ausprobiert, wissen, wie es funktioniert. Andere wiederum haben gar nichts oder wollen eine neue Plattform ausprobieren und genau, das muss ich dann auch selber für mich rausfinden. Das ist viel erörtern am Anfang. Okay, also, alles klar. Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal mit Karin fragen und wenn wir dann mal eine Runde rum sind, dann zeige ich euch mal was, wie man es genau machen kann, sehr konkret. Mhm. Danke dir, Markus. Karin, ich stelle mal dein Mikro ein. So, wie machst du denn deine Verkauf? Also erstmal, wer bist du, was machst du, wo findet man dich? Ja, ich bin Karin Kelle-Herford. Man findet mich auch unter karin-kelle-herford.de. Ich bin Health and Business Counselor, eigentlich Ärztin und Gesundheitsökonomin. Ich bin gerade in den Endzügen meiner Umorientierung. Ich berate und begleite Selbstständige und Unternehmen im Weg zum gesunden Erfolg. Ich habe angefangen 2017 mit freiberuflicher Gesundheits- und Organisationsberatung, also Hauptschwerpunkt halt betriebliches Gesundheitsmanagement, was Arbeitsgestaltung, Organisationsentwicklung angeht, aber habe halt auch Mitarbeiter, Führungskräfte individuell beraten und bin jetzt eigentlich über mehrere Wege, aber auch aus dem Bekanntenkreis und spontane Coachings und Beratung dazu übergegangen, Selbstständige und Unternehmer zu beraten, weil die irgendwo nach außen vor bleiben. Und also das möchte ich umsetzen. Ich bin jetzt gerade dabei in der letzten Entwicklung halt mit verschiedenen Programmen, die letztendlich auch eine Struktur darstellen. Also ähnlich wie du das auch mit deinem Coaching- Weiterbildungsprogramm machst. Ich verfolge in meinen Beratungen eigentlich seit vielen Jahren auch eine Struktur, also wie ich vorgehe, um jetzt auch um dein Thema zu kommen. Ich habe jetzt nicht so das Problem jetzt aktuell mit dem Vertriebsgespräch, weil zu mir kommen letztendlich aktuell noch die Leute jetzt über die Unternehmen.
weil ich da schon tätig bin als Beraterin und bin quasi Sparringspartnerin. Also ich mache jetzt nicht irgendwie auftragsbezogen mal da eine Beratung und dann ist das Geschäft erledigt, sondern ich begleite die Unternehmen über längeren Zeitraum. Und, okay, ich hab noch erstmal eine Frage. Ich würde ganz kurz hier Halt machen. Kannst du in einem Satz nochmal sagen, wem hilfst du, was zu tun? Okay, also wie gesagt, jetzt in der Umentwicklung, wo es hingehen soll, ich berate und begleite Selbstständige und Unternehmer. Was zu tun? Also Einzelunternehmer bzw. Inhaber von Unternehmen mit Personalverantwortung auf ihrem Weg zum gesunden Erfolg mit individueller Gesundheitsberatung und integrierten Business Counseling. Also wir kümmern uns um eine individuell maßgeschneiderte Gesundheitsstrategie, dass Gesundheitsmaßnahmen sozusagen für deren Alltag, deren Business passen, integrierbar sind, einfach integrierbar sind, leicht umzusetzen sind. Und dann schauen wir natürlich auch aufs Umfeld, auf die Businessstrategie, auf die Unternehmensführung, entweder für denjenigen als Einzelunternehmer, wie er sich aufgestellt hat, Arbeitsgestaltung, Zeitmanagement und so weiter. Okay. Also ein Satz, ne, Karin? Nur mal als Feedback, das kann man noch mal ein bisschen machen, dass es wirklich in einem Satz, ich helfe diesem Typ, Person, das zu erreichen. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man das wirklich knackig hat, weil es ist nicht klar, da sind so viele Worte bei dir gefallen, ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich der richtige Klient für dich bin. Okay, also ich helfe selbstständigen Unternehmern, gesünder zu leben, besser zu arbeiten und dadurch auch erfolgreicher zu sein. Okay, das ist eine Ansage. Damit kann ich arbeiten. Ich möchte auch gesünder sein. Jetzt weiß ich das. Okay, weil wir Unternehmer, jetzt verstehe ich es auch, wir Unternehmer haben alle Stress und wie kommt man einfach zu einem guten Lifestyle oder gute Art, Unternehmertum zu machen und trotzdem zu bleiben und gesund zu bleiben. Okay, du hast gesagt, du hast nicht so viele Vertriebsgespräche, weil du deine Kunden sehr lange begleitest. Wird sich das verändern für die Zukunft mit deinem neuen Geschäftsmodell? Also ich habe schon vor, das auf einige wenige eher zu konzentrieren, weil ich schon das Bestreben habe, die individuell und persönlich auch zu begleiten, weil diese Veränderung immer so ein Prozess ist. Ich einfach jetzt gemerkt habe, deswegen auch die Umorientierung, ich kann besser wirksam sein, es macht mir auch mehr Spaß, wenn ich Menschen sozusagen begleite und coache. Und deswegen bin ich nicht so auf Masse aus, sondern eher auf einige wenige, aber die dann richtig. So. Genau, das finde ich auch gut, was du sagst. Hier eine kleine Sache, die du mal drüber nachdenken kannst. Ich arbeite ja auch mit vielen Dienstleistern, die haben Großkunden. Ja, die haben dann vielleicht einen Großkunden, der 60% oder 70% des Umsatzes macht im ganzen Jahr. Ja. Und das ist aber eigentlich eine Verteilung, Umsatzverteilung, die sehr ungesund ist für ein Unternehmen, weil wenn dieser Großkunde mal wegfällt, den kriegt man gar nicht so schnell ersetzt mit neuen Kunden. Ja, ja. Und man sagt schon, ein Kunde sollte nicht mehr als 15% bis 20% des Umsatzes machen. Das heißt, hier kannst du schon dir ausrechnen, wie viele Kunden du oder wie viele Stammkunden, wenn du sie lange begleiten möchtest, du trotzdem brauchst, damit du selber gesund aufgestellt bist, also business-gesundmäßig. Ja, also genau deswegen bin ich jetzt gerade dabei, Programme zu entwickeln, die halt letztendlich auch also zeitlich überschaubar sind, befristet sind. Ich sage, ich will die jetzt nicht 3 Jahre begleiten oder so. Ja, das ist, wenn das jetzt ein halbes Jahr ist, ist das völlig okay. Das kann noch mal ein Jahr sein. Aber ich werde letztendlich auch Programme entwickeln, wo ich sage, es geht um ein bestimmtes Gesundheitsthema. Dafür nehmen wir uns halt irgendwie 8 bis 12 Wochen und dann ist das ein überschaubarer Rahmen. Aber dann arbeite ich sehr straight strategisch mit denen dann haben die letztendlich auch ein Ziel, ein Ergebnis, wo die darauf hinarbeiten. Ich habe letztendlich eine Umsetzung und das ist besser auch kalkulierbar für mich und auch für die dort. Genau, und man kann auch, also das ist definitiv ein Weg und man kann auch den anderen Weg gehen, dass man, du kannst sie ja lange gerne begleiten, aber das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so intensiv. Also wenn ich einen Coaching-Klienten habe, mit dem treffe ich mich quasi online 3 Stunden pro Monat. Ja, das heißt, da kann ich natürlich auch eine Anzahl parallel an Kunden haben. Genau. So ist es auch aufgebaut, genau. Okay, also ich zeige euch jetzt gerne mal, wie eine Art Verkaufsgespräch ablaufen kann, wo man sehr wenig redet. Und Markus, auch wenn du es gesagt hast, du musst den erstmal viel erklären. Ich zeige dir auch mal eine Art, wie du das eben nicht musst und nur durch Fragen stellen. Kriegen die immer mehr Bewusstsein, dass sie dieses Problem echt angehen müssen? Ja? Und ich zeige euch einfach mal, wie, indem ich meinen Screen teile. Dazu habe ich nämlich mal einen Blogartikel geschrieben und den können wir einfach mal durchgehen. Könnt ihr euch im Nachhinein dann auch nochmal angucken.
weil ich weiß, dass das alles nicht so gleich hängen bleibt. Schreibe ich das immer gerne auf. Ich muss gerade mal suchen, eine Sekunde. Karin, bist du so nett, stellst dein Mikro wieder auf stumm? Die Nebengeräusche, die stören ganz doll. Ja, sorry. Danke. Okay, ich teile mal den Screen. Seht ihr das? Super, also es ist ein Blogartikel, den ich geschrieben habe. Das heißt, das perfekte Verkaufsgespräch. Und zwar, also Business mit Struktur steht ja dafür, Systeme aufzubauen und natürlich auch Vertriebssysteme. Und diese Systeme sind wichtig, weil es wäre schade, wenn du als Inhaber nur der Einzige bist, der richtig gute Vertriebsgespräche führen kann. Dann bist du wieder unersetzbar in deinem Unternehmen und das wollen wir nicht. Ja? Das heißt, einen guten Ablauf für ein Vertriebsgespräch zu haben, ist ganz, ganz essentiell, damit ihr euch irgendwann mal auch aus dem Vertrieb rausziehen könnt. Und diese Form funktioniert besonders gut und zwar, also ganz vorne an, erstmal, es geht hier um, das ist eine Form, die extrem hilfreich für eure potenziellen Kunden sind. Ich kriege Feedback von meinen potenziellen Kunden, die Mini-Coaching bei mir machen. Das war zwar ein Verkaufsgespräch, aber die haben so viel Wert gekriegt. Die danken mir danach richtig krass. Und es ist auch nicht manipulierend. Ja, es ist einfach nur eine Form, denen die richtigen Fragen zu stellen, damit wirklich alles auf den Tisch kommt, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist oder nicht. Und wie macht man das genau? Und zwar ein Set von Fragen. Das ist immer das Gleiche. Ich frage immer die gleichen Fragen. Erstmal, die erste Frage ist die Eisbrecherfrage. Ja? Erzähl mir doch erstmal ein bisschen von deinem Business. So, damit sie erstmal anfangen, damit man weiß, woher die eigentlich kommen. Ja? Und wenn wir das so ein bisschen haben, wenn sie erstmal sich eingesprochen haben, geht es eigentlich darum, die erste Frage ist, was ist denn derzeit deine größte Herausforderung? In der Eisbrecherfrage haben sie vielleicht schon, haben sie schon angefangen, darüber zu erzählen. Aber auch hier, und deswegen, Karin, warst du gerade ein gutes Beispiel. Okay, du hast es ja vielleicht, also da würde ich sowas sagen wie, okay, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber erzähl mir doch gerne nochmal in einem einzigen Satz, was ist derzeit deine größte Herausforderung? Und dann müssen sie sich selber klar werden, okay, was ist es denn jetzt? Weil die wissen es meist gar nicht, weil alles, deren Kopf ist voll. Ne? Und wenn sie das dann sagen, was die größte Herausforderung ist, frage ich, okay, welches Ziel versuchst du eigentlich dahinter zu erreichen? Also warum müssen wir die Herausforderung meistern? Sie wollen ja meist ein Ziel dadurch erreichen. Was ist das eigentlich, was sie erreichen wollen? Ja. Gut, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Leute. Wir haben hier ein Beispiel. Also die größte Herausforderung, der Interessent sagt, mein größtes Problem ist, dass ich keine Zeit für aufwendige Ernährungs-, also das ist ein Beispiel für Ernährung, ja. Mein größtes Problem ist, dass ich keine Zeit für aufwendige Ernährungsprogramme habe. Das passt nicht in meinen Alltag. Und ich kann mich nicht motivieren und am Wochenende habe ich auch keinen Bock, in dieses blöde Studio zu gehen, um Sport zu machen. Das ist die größte Herausforderung, die sie hat. Und jetzt ist die Frage, okay, aber welches Ziel möchtest du denn erreichen? Warum möchtest du denn dieses Problem lösen? Und dann kann die Antwort darauf sein, eigentlich möchte ich ja nur insgesamt fitter werden und gesünder leben. Das ist eigentlich das, was ich will. Ich möchte nur fitter werden und gesünder leben und mich irgendwie gut fühlen. Das ist das Ziel. Und die nächste Frage könnte sein, der Plan. Also welchen Plan hast du, um deine Herausforderung zu meistern? Wie gesagt, ne, das sind nur Fragen. Ich habe noch nichts von meinem Business erzählt. Ich habe keine Beratung gemacht, gar nichts, sondern einfach nur gefragt. Was denkst du dir denn jetzt gerade? Was hast du schon gedacht, was dein Plan ist? Womit hast du schon angefangen oder womit möchtest du anfangen, weil du glaubst, dass das dein Problem löst? Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, um die Ecke und mir so ein Ernährungsbuch gekauft. Ich war zwar bis jetzt nur einmal da, aber ich habe abends keinen Nerv mehr, dahin zu gehen. So, das ist derzeit in ihrer Welt den Plan, den sie denkt, um ihr Problem zu lösen. Eine ganz wichtige Frage ist der Zeitrahmen. Bis wann willst du dein Problem gelöst haben? Hier wird klar, ob das wirklich ein Problem ist, was dringend ist, was gelöst werden muss, weil es gibt auch die Antwort, du, ich möchte das in den nächsten 5 Jahren gelöst haben. Das ist eher ein Indiz dafür, dass das überhaupt nicht drückend ist und deswegen auch kein potenzieller Kunde für uns ist. Ja? Wenn man etwas eigentlich nicht demnächst lösen will, dann ist da keine Motivation dahinter. So, und da sagt der Interessent,
Das will ich am liebsten schon gestern gelöst haben. Ich merke, dass das alles mein Stresslevel noch erhöht und dass mir die Schlafstörungen alles noch schlimmer machen. Also man sieht hier, das ist ein Problem, was sie hat, was sie auch sehr, sehr, sehr schnell lösen möchte, weil es ihr schlecht geht. Die nächste Frage wäre, okay, was sind dann die Konsequenzen? Was würde passieren, wenn du deine Herausforderung nicht meisterst? Das sind gute Sachen, die ihr als Antwort haben könnt, ja, aber es ist noch viel wichtiger, dass sie diese Antwort für sich selber bekommt, damit sie sich im Klaren wird, ob sie dieses Problem wirklich lösen möchte oder nicht. Das heißt also, hier könnte sie sagen, wenn ich das nicht schnell löse, habe ich Angst, dass ich meinen ganzen Aufgaben in der Familie und in meinem Job nicht gewachsen bin. Ja, also ist für sie es muss nicht immer eine mega krasse Konsequenz sein, aber für sie ist das schon jetzt schlimm, wenn sie das nicht löst. Dann fühlt sie sich total überfordert und das spürt die Familie auch. Und dann die andere Frage, Implikation. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn du dein Problem überwindest? Was würdest du dann machen? Wie wäre die Welt anders? Wie würdest du dich dann fühlen? Das wäre wirklich großartig. Ich wäre entspannter, hätte mehr Energie und würde mich nicht mehr am Limit fühlen. Also zwei Möglichkeiten. Es kann sein, wenn jemand sein Problem löst, passiert jetzt nichts Schlimmes, ja, also bricht jetzt nicht alles zusammen, es würde sich halt nichts ändern. Aber wenn man das Problem löst, dann würde es wirklich sehr, sehr viel besser sein. Ja, je nachdem, was man für Probleme hat. Und diese Fragen gehen halt darauf ein. Frage 8 ist ziemlich wichtig. Hier redest du das erste Mal über Geld, ohne von dir jemals gesprochen zu haben. Budget. Was glaubst du, wie viel Budget brauchst du, um dein Problem zu lösen? Hier muss sich der Klienten, der potenzielle Kunde, erstmal klar werden, okay, ich habe ein Problem und das möchte ich lösen. Ja, da wird wahrscheinlich auch Geld notwendig sein, um das zu lösen. Elke, du magst was sagen. Mach gerne dein Mikro an. Ich kann dir auch helfen, ich kann es für dich machen. Jetzt. Ist das schlau, so früh über Geld zu reden? Also, in dem Moment, wo ich den Kunden, wo er noch gar nichts über mich weiß, wo er noch nicht viele Chancen hatte, Vertrauen zu mir zu fassen, wo ihm noch nicht klar ist, er könnte bei mir die Lösung für sein Problem finden. Mhm. Ihm eine Hausnummer aus dem Kreuz zu leiern. Weil meine Erfahrungen sind so, hat er einmal eine Hausnummer genannt, ist es unfassbar schwer, ihn da wieder wegzukriegen. Also, jetzt geht es ja nur noch, also im Moment geht es ja wirklich nur um ihn und seine Lage. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt höre, ja, also ich würde schon 250 Euro dafür nutzen, um das Problem zu lösen. Weiß ich natürlich ganz genau, der ist jetzt kein One-on-One-Coaching-Kunde, aber ich habe ja ein anderes Portfolio noch mit Angeboten. Und ich würde Ihnen dann gar nicht das One-on-One-Coaching pitchen. Wenn ich weiß, dass er sich denkt, um sein Problem zu lösen, will er dieses Budget nehmen. Nein. Mhm. Also du hast aber so auch dann wenig Chancen, ihn auf ein anderes Level zu heben. Wenn ihm erstmal klar ist, wie umfassend deine Lösung sein kann, kann das seine Einstellung seinem Budget gegenüber massiv zu deinen Gunsten verändern. Genau, also diese Möglichkeit gibt es ja auch immer. Ne? Also es könnte auch eine Antwort sein, wo du sagst, also du hast gesagt, du würdest, sagen wir mal, 250 Euro nutzen wollen, um dein Problem zu lösen. Ich kann, wenn du dann irgendwann da bist, dass du sagst, was dein Angebot ist, dann kannst du auch ganz klar sagen, also mit dem Budget, was du dir vorstellst, kann ich dir keine Lösung anbieten. Das ist, also kannst du ganz normal sagen. Und dann ja, das ist schon klar. Ich habe da auch kein Problem mit. Ist vielleicht auch eine Einstellungsfrage, aber ich will dich jetzt auch nicht so sehr rausbringen. War nur so. Genau, also die Frage zielt eigentlich drauf ab, weil die meisten haben gar keine Antwort darauf. Also in meinen Mini-Coachings, ach so, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Und es ist schon wichtig, dass den Leuten auch mal bewusst wird, wenn sie ein Problem haben und das lösen wollen, dann wird das vielleicht auch was mit Budget zu tun haben. Ja? In den meisten Fällen. Also egal, lassen wir es mal so stehen. Kannst du ja für dich ausprobieren, Elke. Die weitere Frage ist die Frage nach der Autorität. Wer trifft in diesem Thema die Entscheidung? Hier ist es herauszufinden, bist du eigentlich die richtige Person oder muss ich mit jemandem anderen sprechen? Ja, gerade wenn es um größere Firmen geht. So,
Und wenn wir diese Fragen erstmal gestellt haben, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Verständnis davon, was das Problem des Kunden ist und wie wichtig ist, das zu lösen. Und noch viel wichtiger, der Klient hat eine Bewusstseinsveränderung bekommen. Das sehe ich wirklich jedes Mal mit dem, wenn ich das mache mit den Leuten, dass die Leute auf einmal super gut selber für sich begriffen haben, was das Problem ist und wie wichtig das ist, für sie zu lösen. Ich habe hier in keinster Weise irgendwie manipuliert und gesagt, das ist der neueste Scheiß, musst du unbedingt machen, sondern das ist einfach nur deren Antworten. Ich habe nichts weiter gemacht als Fragen gestellt. Ja? So, und dann geht es im nächsten Schritt darum, erstmal wiederholst du das alles nochmal. Also im Sinne von, okay, ich fasse das jetzt mal zusammen, um zu gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Dein Problem ist dies, du willst das und das lösen. Das wären die Konsequenzen. Also du wiederholst das nochmal, um zu signalisieren, dass du diese Person wirklich verstanden hast. Und dann hat sie nämlich auch nochmal die Möglichkeit einzugreifen, wenn das eben doch nicht so gut rübergekommen ist oder da ein Missverständnis war. Ja? Und der nächste Schritt ist, was andere in deiner Situation machen. Und jetzt geht es nämlich langsam darum, deine Lösung zu geben. Also ich hatte das Beispiel schon genannt mit der Zeit-gegen-Geld-Falle. Ich weiß, ich bin ja der Experte, ich habe ja wahnsinnig viel Erfahrung und viele Klienten, die auch das Problem haben. Ja? Und dann weiß ich, okay, du möchtest ein bisschen Grundrauschen haben, weil du in der Zeit-gegen-Geld-Falle bist. Du würdest gerne mal ein bisschen, und wenn es nur 500 Euro im Monat sind, ein bisschen passives Geld verdienen. Deswegen machen viele ein Side-Project, wie eine Affiliate-Seite, E-Commerce-Store oder sowas. Ja? Ich weiß, dass das eine Möglichkeit ist, aber ich möchte dir eine Alternativlösung vorschlagen, weil ich weiß, dass mit dem Side-Project hat bestimmte Nachteile. Und ich sehe die Alternativlösung in deiner Position als sinnvoller an. Jetzt hast du immer noch nicht über dein Angebot gesprochen, sondern nur über die Vorgehensweise, wie man am besten davor geht. Ja? Also wahnsinnigen Wert bringst du. Und dann kannst du sagen, und dabei kann ich dir helfen. Möchtest du, und dann frage ich einfach, möchtest du, dass ich dir mal erzähle, wie eine Zusammenarbeit aussehen würde? Da hat bis jetzt noch niemand Nein gesagt. Ja, und dann kommt nämlich der Sales Pitch und dann geht es, okay, also wir würden das so und so machen, das kostet so und so, so viel und das, wir würden uns so und so viel mal treffen und dann ist noch das und das und das im Paket drin. So sieht der Sales Pitch aus. Ja, und ich frage vorher auch, möchtest du, dass ich dir sage, wie eine Zusammenarbeit aussehen würde? Und wenn sie ja sagen, wollen sie das ja. Also da ist nichts mit rumgedruckst, rumgeschleimt, also das ist in keinster Weise irgendetwas Manipulierendes, ja, oder High Sales Pressure oder so. So, das ist der Sales Pitch, also Phase 3, Discovery Phase hatten wir, dann die Lösungsphase, dann haben wir hier den Sales Pitch als dritte Phase und jetzt kommt die Closing Phase. Und die ist unglaublich wichtig. Wenn die nicht dabei ist, kommt es nicht zu einer Entscheidung. Und da gibt es eine Methode zum Beispiel, die man machen kann, wo du einfach die Frage fragst, okay, eine letzte Frage an dich, wo auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 heißt, passt überhaupt nicht zu mir und 10, wo muss ich unterschreiben, wo stehst du gerade? Ja, eine 7, ich bin bei einer 7. Okay, wow, 7 ist ja schon eine ziemlich hohe Zahl. Was sind die Gründe für so eine hohe Zahl? Und da hilfst du dem Kunden einfach nochmal das Bewusstsein zu erweitern, was alles dafür spricht für eine Zusammenarbeit. Jetzt geht es nicht darum, dass du dich geschmeichelt fühlst, ja, sondern es geht nur darum, dass der Kunde nochmal die Chance kriegt, sich bewusst zu machen, was alles dafür spricht. So, und wenn wir das gesagt haben, und es wird Sachen geben, wofür eine Zusammenarbeit spricht, dann ist die nächste Frage, okay, das sind ja schon ziemlich viele Gründe für eine Zusammenarbeit. Warum bist du aber bei keiner 10? Was fehlt für dich, um eine 10 zu sein? Und das ist die alleressentiellste Frage, um herauszufinden, was da im Kopf noch rumschwirrt, was Hindernisse im Kopf sind. Habt ihr schon mal so eine Sales-Gespräche geführt, wo ihr geglaubt habt, boah, krass, der war ja total begeistert, der wird auf jeden Fall kaufen. Und dann kam aber nichts, kam nichts mehr. Und diese Frage sorgt nämlich dafür, weil die Leute sind höflich, ja. Diese Frage sorgt dafür, dass er diesen Rahmen bekommt, das alles auf den Tisch zu bringen.
Warum ist es keine 10? Warum, du hast ja jetzt schon viele gute Gründe genannt für eine Zusammenarbeit, warum ist es für dich keine 10? Ja, also dann gibt es die offensichtlichen, es ist ganz schön teuer. Da kannst du dann entgegnen, ja, es ist teuer. Wenn das für dich zu teuer ist, ich habe ja auch noch ein anderes Angebot, zum Beispiel autodidaktisch kannst du es gerne machen, das wäre auch eine Möglichkeit. Also du hast die Möglichkeit, dem zu begegnen, was er sagt. Ja? Oder sowas wie, ja, aber was ist denn, wenn ich keine Ergebnisse kriege? Dann kannst du darauf adressieren. Du, also ich habe so und so viele Kunden, du kannst dir gerne die Case Studies durchlesen. Da habe ich mal ganz klar aufgeschrieben, welche Ergebnisse die Leute bekommen haben. Ich kann dir sogar eine Case Study raussuchen, der ist genau in deiner Branche. Da kannst du dir das nochmal durch. Oder ich kann davon erzählen, was ich mit dem Klienten gemacht habe. Ja? Dann kommen die ganzen Sachen auf den Tisch. Und hier lässt du auch nicht locker. Gibt es noch was, warum es für dich keine 10 ist? Gibt es noch was? Warum? Ist da noch was? Fehlt da noch was zur 10? Und wenn dann solche Sachen kommen wie, ja, ich möchte darüber schlafen, dann ist es ja kein Problem. Dann kannst du sagen, natürlich kannst du darüber schlafen. Ja? Ich schreibe dir gleich eine E-Mail und lass uns nächste Woche nochmal reden. Aber es ist wichtig, einfach alles auf den Tisch zu kriegen, was da noch im Kopf rumschwirrt. Und es ist unglaublich interessant, was die manchmal sagen. Weil manchmal bringen die Hindernisse, wo ich gedacht habe, hä? Das ist doch gar kein Hindernis. Aber irgendwie scheint das nicht rübergekommen zu sein. Ja? Sowas wie zum Beispiel, wenn es darum ging, ein Coaching mit einer meiner zertifizierten Coaches zu machen, nicht direkt mit mir. Dann kommt auf einmal so ein Hindernis, ja, aber ich kenne ja die Cynthia gar nicht. Okay, darüber machst du dir gerade Sorgen? Kein Problem, du kannst vorher mit ihr sprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Und diese Frage sorgt einfach dafür, dass das alles auf den Tisch kommt, dass man das adressieren kann. Und wenn es wirkliche Hindernisse sind, die du nicht adressieren kannst, wo du einfach sagen musst, stimmt, das habe ich nicht, das biete ich so nicht an, dann ist es auch okay. Aber zumindest ist es rausgekommen. Gut, und die letzte Frage ist dann, also entweder sagen die Leute schon, okay, ich bin bei einer 10, dann geht es wirklich nur darum, zuzumachen und sagen, okay, ich schicke dir gleich alles, Rechnung kommt auch. Oder wenn sie sagen, wenn es noch keine 10 ist, weil sowas ist wie, ich möchte nochmal drüber schlafen oder ich muss nochmal mit meinem Chef sprechen, dann sind das Sachen, die kann man jetzt nicht adressieren, ist okay. Dann heißt es, okay, wann glaubst du denn, kannst du eine Entscheidung treffen? Dass man den Leuten, die Leute auch fragt, an welchem Datum kann ich mich wieder melden? Ja, dass man da auch ein bisschen Commitment macht. Und mit dieser Closing-Methode hast du viel mehr, und das ist auch gut für den Kunden, weil das Schlimmste ist, wenn du irgendwelche schönen, auch für den Kunden, ne, der soll sich voll bewusst sein, okay, machen wir das hier, passt das zusammen? Und wenn es nicht zusammenpasst, ist das auch total in Ordnung. Hier geht es nicht darum, irgendwie jemanden was aufzuquatschen, was er eigentlich nicht haben will. Hier geht es einfach nur zu gucken und beide, die Zusammenarbeit Sinn macht und wann wollen wir anfangen. Und darüber sehr klar zu reden. Und mit dieser Methode geht das ganz gut. Also das erstmal als Konstrukt. Lest euch den Blogartikel gerne nochmal durch und macht sowas, wenn ihr glaubt, das ist eine Form, die ihr für euch adaptieren könnt, dann macht das mal im Rollenspiel. Sowas muss man ein bisschen üben. Euren Geschäftspartner, euren Mitarbeiter oder euren Kumpel oder Freund oder so, macht das mal im Rollenspiel und dann merkt ihr, da kommt ihr gut rein, macht ihr 2-3 Mal und dann geht es sehr gut. Und wie gesagt, mit dieser Form kriege ich nur positives Feedback. Die Leute sagen mir nach dem Verkaufsgespräch, danken die mir. Das ist verrückt, oder? Die sagen, oh danke, das war richtig aufschlussreich. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Diskussion. Was haltet ihr von dieser Form? Seht ihr, dass es eine Möglichkeit ist, für euch das anzuwenden? Wo seht ihr Schwierigkeiten? Wo seht ihr eine echte Chance für euch, das in eurem Business zu adaptieren? Karin, ja. Also ich sehe es auf jeden Fall sehr positiv, viele Möglichkeiten. Und von der Fragetechnik ist es eigentlich eher also ähnlich wie dem Vorgehen, was ich in der Beratung anwende. Also ich bin nicht klassisch beratend, indem ich sage, Ratschlag, so, mach das so und so,
sondern es ist natürlich immer so ein Prozess, erstmal den Klienten dazu zu finden, worum geht es denn dir eigentlich? Was ist dir wichtig und warum willst du das erreichen? Und das einzugrenzen, seine Problematik, seine Hindernisse, seine Hürde und was er sich wünscht. Und dadurch ergeben sich, reflektieren die ja einfach auch erstmal selber, worum es ihnen tatsächlich geht. Und die Lösungen liegen ja oftmals schon auf der Hand. Also das, was an fachlichem Know-how oder was an inhaltlichem noch dazukommt, das ist so ein bisschen eher, sage ich mal, das Salz in der Suppe oder so das i-Tüpfelchen. Aber eigentlich ist es so, wenn man so auf Empowerment ausgerichtet ist, also dass man Menschen so befähigen will, ist das eigentlich so der Weg. Damit machst du gute Erfahrungen. Ich könnte jetzt auch jemanden sagen, willst 12 Kilo abnehmen, das wäre gut, also aus gesundheitlichen Gründen, wir machen mal das und das Programm, aber das ist halt nicht erfolgreich. Also wir wissen ja alle, was wir tun sollen, erst wenn die selbst dahinter kommen, wie du sagst, also die gewinnen einfach eine Struktur, eine Klarheit für sich selber darüber, ist aufschlussreich für die in diesem Gespräch, dann ist das unheimlich hilfreich. So, kann ich mir gut vorstellen, ja. Super, und diese Form ist halt auch eine Möglichkeit, weißt du, man muss gar nicht der krasse Vertriebler aller, ich möchte gar nicht die Vertriebsgurus in Deutschland nennen. Das ist einfach wirklich hilfreich, du bist ein Sparringspartner, du hilfst denen auf die Antworten zu kommen und du musst gar nicht hart Sales Pressure machen und den Sack zu und so, ja. Und es geht ja auch darum, eine Organisation, also je nachdem, Markus, ich weiß, du hast Wachstumsambitionen. Mhm. Es geht ja auch darum, eine Organisation aufzubauen, wo man sich selber wieder rausziehen kann. Und dann braucht es einfach auch eine gute Vertriebsstruktur, die man jemand anderem beibringen kann. Ja? Mhm. Wir haben von Huntern, also Jägern und Farmern gehört, aber das ist einfach... da musst du nicht so ein roter Typ sein. Also das kannst einfach menschlich sein und denen einfach helfen. Und dazu kommt man auch zu einem Abschluss. Ja. Markus, wie siehst du das für dich? Ist das etwas, was du für dich anwenden kannst oder glaubst du, passt nicht so gut zu dir? Doch, ich glaube, das kann ich schon auch anwenden. Also es wird wahrscheinlich weiterhin solche Fälle geben, in denen so wirklich so technische Nachfragen dann immer kommen, bei denen, die sich schon auskennen, aber bei denen, die sich jetzt noch nicht auskennen oder noch nicht sehr viel auskennen, glaube ich, ist das sehr gut anwendbar, das System, kann ich mir vorstellen. Genau. Also werde ich auf jeden Fall mal so in die Richtung mehr testen. Probier es einfach aus, genau. Deswegen habe ich es halt auch aufgeschrieben, mal detailliert, dass man sich wirklich dran hangeln kann. Jella, was würdest du sagen? Ja. Also ich finde das macht total Sinn für mich und auch gerade dieses Fragenorientierte entspricht mir sehr, dass ich das Gefühl habe, ja, auch wenn die Leute auf mich zukommen, lässt sich wahrscheinlich das so mit einbauen und ich finde es einfach super gut dargestellt, also dass ich da das Gefühl habe, okay, für alle Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich muss da mal irgendwie mehr von mir aus aktiv auch ein Verkaufsgespräch führen, weil die Leute unentschieden auf mich zukommen, hört sich super gut an. Okay, cool, schön, also auch für dich vielleicht etwas zum Mitnehmen. Ja. Elke, jetzt darfst du loslegen. Wie siehst du das für dich? So. Also den Ansatz finde ich klasse. Was mir fehlt, ist so ein Piece of Content zwischendrin. Also dass du eigentlich inhaltlich mir zu wenig lieferst. Also bei deinem Vorgehen, du lebst es ja auch ganz anders, davon mal ganz abgesehen, wenn ich an unser Mini-Coaching-Gespräch denke, das war ganz anders. Aber was mir fehlt, sind so vertrauensbildende Maßnahmen. Ja, du stößt ganz viel an und das nehme ich auch mit als Learning. Ja. Also die Leute dahin zu bringen, juhu, ich habe eine tolle Idee gehabt. aber ich stelle bei meinem Gespräch mit den Kunden fest, die wollen auch wissen, was ich kann. Und dazu muss ich Ihnen die Gelegenheit geben, inhaltliche Fragen zu stellen, die ich Ihnen aus dem Off, also aus dem, ich kann mich ja nicht vorbereiten, wo ich Sie einfach mit spontanen, schlauen Dingen sozusagen auch von meiner Expertise überzeugen kann. Das fehlt mir. Das verstehe ich. Ich bin da auch nicht ganz so drauf eingegangen. Zum Schluss, wenn diese Lösung kommt oder der Lösungspitch, diese Fragen kommen vom Kunden und ich beantworte die. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn Sie dann sagen, also wir bleiben mal bei dieser Zeit gegen Geldfalle, weil das ist ja dieses akute Thema, wo viele auf mich zukommen. Und dann sage ich, okay, also die Lösung ist,
Wie gesagt, ich habe den schon gesagt mit dem Side-Project, das machen viele, aber die Alternativlösung ist eigentlich ein Productized Service zu entwickeln. Und dazu müssen wir das Kuchenstück Angebote machen. Da werden wir einen Productized Service für dich entwickeln. Dann werden die fragen, okay, aber wie funktioniert denn das genau? Und dann sage ich, gebe ich denen schon auch Input. Da bin ich jetzt nicht im Detail drauf eingegangen. Ich sage denen schon, also, wir werden das so machen. Wir gucken das und dann machen wir das und dann leitet sich das draus ab und das ist das, was du am Ende bekommen hast. Also das, was du jetzt angesprochen hast, Elke, das mache ich auch. Als wir gesprochen haben, du bist ja bei mir aktiv im Coaching, da habe ich diese Vertriebsverfahren noch nicht implementiert. Also du hast das nicht live mitgekriegt, als wir Vertriebsgespräch hatten. Habe aber gemerkt einfach, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Und was noch? Noch ein kleiner, was heißt nicht Trick, aber was noch gut funktioniert ist, weil gerade beim Coaching, die wenigsten entscheiden sich sofort, ja, weil das ist ja auch ein echtes Investment. Die wollen gerne nochmal mit ihrem Partner drüber sprechen oder so, ja. Was ich dann mache, ist, ich schreibe denen eine Recap-E-Mail, genau mit diesem, also eigentlich alles, was wir besprochen haben. Und das dauert nicht lange, das dauert nicht 3 Minuten oder so, diese E-Mail geschrieben zu haben, wo ich eigentlich alles nochmal kurz in einem Satz jeweils deine Herausforderung, das, dein Ziel, das, dein Timeplan, das. Ja? Und das schicke ich denen dann als Recap. Die sind unendlich dankbar dafür, weil sie kriegen, das wirkt total wertvoll. Plus, das ist auch wichtig für mich, weil ich langsam vergesse, mit wem ich was besprochen habe. Ja? Das steht natürlich dann auch in meinem CRM, weil, wie gesagt, seit Dezember führe ich einfach so viele Mini-Coachings, dass ich angefangen habe, Dinge durcheinander zu hauen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich brauche ein System, das geht so nicht mehr. Ne? Und mit dieser Recap-E-Mail, die für die Klienten wahnsinnig wertvoll ist, sowas nochmal zusammengefasst zu haben, ist für mich aber wahnsinnig wertvoll, dass ich weiß, mit wem ich was besprochen habe. Und es dauert mich nur 4 Minuten. Ne? Also das nochmal als kleiner Hack hinten dran. Okay, wir sind schon fast, Stunde ist schon wieder fast vorbei, so schnell geht das. Probiert es einfach mal aus, gerne in einem Rollenspiel oder macht es mal einem echten Kunden. Hier einfach, dass viele Fragen stellen oftmals sehr viel weiterführt, als nur Antworten zu geben. Und Elke, ja, natürlich, Expertise wird irgendwann auch präsentiert, aber ziemlich stark zum Schluss erst. Ja? Weil ich gebe den Leuten wahnsinnig viel Zeit, erstmal selber sich ihres Problems bewusst zu werden und der Dringlichkeit des Problems, bevor ich anfange, Ratschläge zu geben. Zum Abschluss würde ich nochmal eine kleine Runde machen, was ich gerne mache. Was nimmst du heute aus dem Business-Tea raus? Die eine Sache für euch. Wer schon etwas hat, der darf gern anfangen. Also ich finde die Systematik ganz wunderbar, die du da reingebracht hast, und freue mich auch nochmal, dass der Blogartikel quasi das eben für mich zusammenfasst, ne? Genau, dass ich mir das auch einfach nochmal irgendwie durchlesen kann und wieder und wieder. Und ich finde auch die Idee des Rollenspiels gut. Also das lohnt sich nach meiner Erfahrung wirklich immer, weil dann eben genau diese liebevolle Erfahrung mit jemand, der eben auch im Spiel oder danach Rückmeldung gibt über die eigenen Schwächen. Also der Prozess kann ja super sein, wenn ich ihn nicht ganz irgendwie ausführe oder an irgendwelchen Stellen abweiche, wo es dann total blöd sich anfühlt für mein Gegenüber. Das kann man da echt total schön raussortieren. Super, danke Jella. Wer hat noch eine Essenz von euch? Kannst du dein Mikro gern anmachen, Karin? Ja, hat mich jetzt total inspiriert, einen Blogartikel zu schreiben, das, was du jetzt gerade umgesetzt hast, aus meinen Beratungen so umzusetzen, dass ich eine Hilfestellung gebe. Wie findest du eigentlich zu deinem Gesundheits- und Lebensziel? Also so ein bisschen ähnlich dieser Fahrplan und wo es eigentlich dann darauf zugeht, welche Fragen solltest du dir stellen, bevor du angehst, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, ein Ernährungsbuch zu kaufen, dies und das, so um die Umsetzung zu kommen, dass wirklich erstmal klar ist, was ist eigentlich so das Problem, was steckt wirklich dahinter, was sind deine Antreiber, und dann einfach auch so diesen Motivationsschub und ein klares Bild und eine Struktur dafür zu haben, aber es könnte jetzt meine Struktur sein, die zu mir passt. Das nehme ich jetzt mal mit. Super, alles klar. Cool.
Markus, hast du eine Essenz? Ja, wieder eine Sache, in die man auch, oder wo ich feststelle, dass man da auch ein bisschen mehr System reinbringen könnte im Vergleich zu, wie ich es bisher gemacht habe. Es war bisher so, ja, also System gab es nicht wirklich. Ich wusste so ein bisschen, was ich sagen will und kann auf die Fragen, die meistens kommen. Das ist ja, ähnelt sich sehr oft, aber wirklich, dass ich selber nach einem System da vorgehe und mehr auf Fragen setze, das ist auf jeden Fall ja, ein guter Ansatz. Ich würde hier gerne noch ein bisschen was ergänzen, und zwar, ich mache das ja auch schon seit ein paar Jahren, und auch in der, als ich damals noch meine Marketingagentur hatte, es gab auch Kunden, da ist das diese Voranforderung, bevor es überhaupt zur Zusammenarbeit kommt, das ist immer krasser geworden, und dann wollte der Kunde nochmal ein Meeting haben, weil er noch wieder was nicht verstanden hat oder wollte nochmal was bereden. Und jetzt ist das ein System, wo ich wirklich eine halbe Stunde, die Sachen sind geklärt, der Kunde weiß jetzt, was er bekommt, und dann heißt es wirklich nur noch ja oder nein. Mhm. Ja? Das heißt, der Vertrieb ist da so gut systematisiert. In meiner Marketingagentur hatte ich das ganz oft, dass die Anbahnungsphase, die haben da schon fast das Produkt gekriegt, die ganze Konzeption. Mhm. Ja? Das ist echt crazy. Und diese Art und Weise hilft mir schon, viel schneller durch den Vertrieb zu kommen. Weil es geht eigentlich darum, wie kommt man von einem Interessenten zu einem Kunden in möglichst kurzer Zeit. Mhm. Und wenn ihr da euren Vertriebsprozesssystem so standardisiert in dieser Form, sorgt es dafür, dass es kürzer wird. Mhm. Okay, Elke, hast du auch eine Essenz? Wer fragt, der führt. Noch größer irgendwie übers Bett nageln. Alles also, klar. Den Satz einfach, wer die meisten Fragen stellt in einem Gespräch, der hat die Gesprächsführung. Und mir die nicht gleich am Anfang aus der Hand nehmen zu lassen, das habe ich eh schon verinnerlicht. Mhm. Aber noch weniger Content, noch mehr Fragen, noch mehr Schnauze halten. Ja, manchmal fällt mir das auch schwer, ne? Weil gerade wenn man so selber der Experte ist und man könnte so viel, aber das, man könnte so viel sagen und man könnte noch so viel zeigen, wie toll man was hier gemacht hat und wie toll der Kunde was gekriegt hat, aber die Aufgabe in dem Vertriebsgespräch ist eigentlich, den Bewusstseinszustand zu verändern der Person. Das ist die Aufgabe. Ja, da gehören auch Trust-Elemente rein und so, ja. Aber es braucht einfach diese Zeit und die strukturierten Fragen, damit dieses Bewusstsein sich verändern kann. Gut, dann entlasse ich euch heute endlich mal pünktlich, sonst bin ich ja immer ein bisschen über der Zeit. Vielen Dank, hat mir wieder super viel Spaß gemacht, und ja, gerne auch beim nächsten Team wieder dabei sein. Ich weiß noch nicht, was das Thema ist, muss ich mir jetzt erstmal überlegen. Also, schönen Tag euch. Tschüss. Ciao.